Herzlich willkommen auf saz.de und herzlich willkommen in dieser illustren und kompetenten Runde. Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Herzlich willkommen zum dritten Sylter Strandgespräch hier aus dem wunderschönen Weinkeller der Sansibar. Ja, und Herbert Seckler als Gastgeber und Inhaber dieser weltbekannten Sansibar. Herzlichen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen. Wir wollen über Fußball, Handball, über sehr viele aktuelle Dinge sprechen. Am kommenden Wochenende haben wir das Nordderby in der zweiten Liga zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel. Und wir haben einen Handballvertreter hier. Mit dem fange ich dann einfach jetzt mal an in der Vorstellung. Thorsten Strom, der Geschäftsführer des THW Kiel, der einst diese Idee des Strandgesprächs hatte. Und gute Dinge soll man fortsetzen. Daneben, da brauche ich ihn nicht weiter vorzustellen, Johannes B. Kerner, passionierter Sylt-Urlauber. Und heute auch in dieser Runde, darüber freuen wir uns ganz besonders. Und er sagt, er ist heute in guter Form. Oh. Was ja im Sport sehr wichtig ist. Können wir das später nochmal besprechen, aber danke erstmal für die Rampe. Ja, Bernd Wehmeyer, Clubmanager des Hamburger SV. Wir kennen uns auch schon 35 Jahre, haben viele Spiele gemacht. Ich glaube, Bernd, wenn du dieses Jahr dabei gewesen wärst in Glücksburg, der HSV hätte sein Trainingslager durchgezogen und wäre nicht wegen eines angeblich schlechten Rasens nach Hause gereist. Aber da warst du im Urlaub. Da halte ich mich zurück. Haben wir eine Person, die eigentlich zwei Sportarten vertreten könnte. Wolfgang Schwenke, mehrfacher oder vielfacher Handball-Nationalspieler des THW Kiel und heute als Geschäftsführer von Holstein Kiel, glaube mittlerweile schon seit 9 Jahren. Genau. Hier zu Gast, auch ganz kurz nach dem Urlaub hier. Genau, sehr gerne angereist. Sie waren auf der anderen Seite, an der Ostsee. Genau. Angereist, sehr schön, alle zu Gast. Fang einfach mal mit dem Gastgeber an, Herbert Seckler. Als die deutsche Nationalmannschaft bei der WM, sagen wir das doch mal so, doch überraschend, als Tabellenletzter in der Gruppe ausgeschieden ist. War das gut für Ihr Geschäft oder ist das immer gleichbleibend gut? Naja, also fürs Geschäft ist das gut wahrscheinlich gewesen. Aber es ist trotzdem, es war für uns alle, weil wir schauen alle gerne Fußball. Und für uns war das schon traurig. Ja. Ja. Ich mache der Frage weiter. Ja, die kann ich auch beantworten. Also man sagt ja, im Weltfußball, es gibt keine Kleinen mehr. Das ist ja so ein geflügeltes Wort, es gibt keine Kleinen mehr. Ehrlich gesagt, als ich mir die Leistung der deutschen Nationalmannschaft angeguckt habe, habe ich gedacht, vielleicht gibt es doch noch einen Kleinen. Also, dass wir nach Panama die zweitschlechteste Mannschaft des Turniers waren, vielleicht noch mit Costa Rica auf Augenhöhe, das hat mich schon überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich war enttäuscht vom Abschneiden der Nationalmannschaft. Ich war enttäuscht von Einzelleistungen von herausragenden Spielerpersönlichkeiten. Ich war enttäuscht von der Causa Özil. Die nenne ich jetzt mal so, wenn das auch ein bisschen ungerecht ist. Und ich war enttäuscht vom Krisenmanagement des Deutschen Fußballbundes. Also was die Nationalmannschaft angeht, kein guter Fußballsommer. Da haben wir schon viele Dinge in einem Pott sozusagen, über die es sich zu kann jetzt eine Viertelstunde zuhören. Kotieren lohnt. Jetzt frage ich einen Handballer, Thorsten Storm. Ich habe das ja auch gesehen. Insofern ist das Ergebnis für mich nicht anders und das Resultat ja auch nicht. Aber ich glaube, dass das die Mannschaft nicht so richtig darauf vorbereitet war, was sie da erwartete. Obwohl sie sich sicherlich vorbereitet haben wie alle anderen. Aber insgesamt waren die Trikots, glaube ich, ein bisschen zu groß so für den einen oder anderen. Die haben dann erstmal gesagt, machen wir erstmal Mexiko und dann gucken wir mal, wie wir reinkommen. Und da waren wir schon fast draußen. Und da es keine Kleinen mehr gibt, war auf einmal schon gleich dann noch ein größerer Druck zu verspüren, als man ihn sicherlich sich gewünscht hätte. Und ich glaube, aus der Schraube sind die gar nicht mehr wieder rausgekommen. Bernd? Ja, Johannes hat ja fast schon alles angesprochen und angerissen. Ich denke mal, dass einfach die letzten Jahre immer sehr gut gelaufen sind, zu gut gelaufen sind, dass einfach die Einstellung am Anfang ja eine war, dass man gedacht hat, naja, wenn es wirklich ernst wird, dann sind wir schon da. Und dann den Schalter nochmal umzulegen, hat man gesehen, das funktioniert nicht. Und zudem ja auch die anderen Nationalmannschaften, auch die früheren sogenannten Kleinen aufgeholt haben, kriegst du das dann nicht mehr gedreht. Ist denn Holstein Kiel, da gehe ich gleich mal schon mitten rein ins aktuelle Geschehen, während der WM, während des Fernsehsehens,
auf den südkoreanischen Nationalspieler Lee gekommen. Den holen wir uns? Boah, weiß ich nicht, ob das schon so früh war, aber das sind ja manchmal so Marktgegebenheiten. Ne? Aber so zur Fußballnationalmannschaft war schon, was mich daran gestört hat, war einfach die Art und Weise, wie sie gespielt hat. Ohne Leidenschaft, ohne irgendwie so diese Unbekümmertheit, die ja sonst auch immer da war, es einfach Spaß gemacht hat. Und das war schon ziemlich erschreckend und ernüchternd, dass sie so einen Auftritt dahingelegt haben. Und das haben andere Mannschaften vorgemacht, dass sie vielleicht auch nicht die spielerischen Mittel hatten, aber zumindest eine Leidenschaft an den Tag gelegt haben. Und ich finde, das sind so Grundvoraussetzungen für den Leistungssport. Und das haben wir in jeder Faser vermissen lassen. Nach guten Weltmeisterschaften, hat es ja gegeben für Deutschland, haben wir immer gesagt, das gibt einen neuen Push für den Fußball. Wir haben jetzt zwei leichte Gegner. Erst Frankreich, die sind, glaube ich, Weltmeister, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und dann Holland, gegen die ist immer leicht. Das sind unsere nächsten beiden Gegner. Also ich sage nur, das mit der Nationalmannschaft, das Thema ist noch nicht durch. Bin ich sicher, das würde uns noch beschäftigen. Ja, jetzt verlieren wir gegen Frankreich. Das ist das erste Spiel im September. Schöne Grüße nach Südwestdeutschland. Ja, weiß nicht, es wird alle möglichen Diskussionen geben. Es ist ja keine Schande, gegen Weltmeister zu verlieren. Die können ja richtig kicken. Und unsere Mannschaft ist einfach nicht gut. Und wovon soll die denn jetzt auf einmal besser werden? Weil jetzt Leroy Sané doch mitspielt? Oder was ist jetzt die große Veränderung, die kommt? Ich werde das aufmerksam verfolgen und bin durchaus gespannt. Ich wüsste nicht, wo der Schalter ist, den man jetzt umlegt, aber... Ja, ich glaube schon, wenn es mal wieder so eine richtige Mannschaft wäre. Ne? Also das sind ja alles so Einzelakteure, also so Ich-AGs und die funktionieren nicht zusammen. Eine Mannschaft ist ein Mannschaftssport. Und wenn man diesen Mannschaftsgeist wieder hochhält und diese Leidenschaft an den Tag legt und eine gewisse Konkurrenzsituation auch schafft und nicht, weil einer irgendwas mal irgendwann in der Vorzeit mal geleistet hat, sondern hier muss man doch einfach sagen... Dann, wenn Leistung und Leidenschaft da dazugehören, dann als die Leute Fan müssen auch spielen. Es ist aber doch völlig unverständlich, dass jemand wie Toni Kroos die Champions League gewinnt, nicht zum ersten Mal. Da kann er eine Leidenschaft entwickeln, das Ding immer und immer wieder zu gewinnen und dann mit einer eher durchschnittlichen Leistung da bei der Weltmeisterschaft. Also enttäuschend für mich war insbesondere nach dem Schwedenspiel, wo wir ja das in letzter Sekunde wirklich nochmal gedreht haben, wo ich gedacht habe, naja, jetzt werden sie aber beim nächsten Spiel mal richtig leidenschaftlich zur Sache gehen. Und dann war das überhaupt nicht der Fall, sondern sie haben wieder versucht, den Ball zu passen, zu spielen, ohne richtige Leidenschaft, ohne Einsatz richtig. Das war eigentlich sehr enttäuschend, weil deshalb bin ich genauso gespannt. Aber ich glaube, dass man auch gesehen hat, dass einige personelle Veränderungen notwendig sind, was die Mannschaft betrifft. Und ich glaube, dass dann Spieler auf dem Platz stehen, die zumindest diese Leidenschaft, die wir eigentlich von der Mannschaft ja auch gewohnt waren in den vergangenen Jahren, dass die dann wieder an den Tag gelegt wird. Haben wir die Spieler in der Bundesliga? Ja, ich glaube aber, dass das, was mit der Champions League doch zu tun hat, dann die Spieler, die Champions League gut und bis zum Schluss gemacht haben, die waren fast alle leer bei der WM. Also ich habe jetzt wenig gute Spieler gesehen, die... Meinst du wegen Anzahl der Spiele dann insgesamt? Ja, ich glaube schon, dass bei dem einen oder anderen der Reiz und diese Erlebnisse, Champions League-Finale und so weiter. Aber ich glaube, da ist schon eine Weltmeisterschaft. Ja, aber ich habe das Gefühl. Vielleicht waren die Bayern-Spieler noch ein bisschen gefrustet. Mhm. Bei Toni Kroos, du hast ihn angesprochen, der ist einfach das aus seiner Mannschaft von Real Madrid, die sind halt qualitativ so gut besetzt, auch im hinteren Bereich, dass der gar nicht dort in die Verlegenheit kommt, mal so richtig einen abgrätschen zu müssen oder mal richtig hinterherrennen zu müssen. Und das hat man dann gesehen, da bist du dann auch nicht in der Lage, das plötzlich, wenn es gefordert ist, das umzusetzen. Und auch wenn Varane jetzt nur ein Beispiel ist, aber der hat auch Champions League bis zu Ende gespielt und ist dann anschließend Weltmeister geworden. Also wenn wir die französische Mannschaft mal durchgehen, da werden wir schon welche finden, die länger dabei waren. Darf ich noch was zur Nationalmannschaft? Zwei Dinge, die ich mir so zusammenreime, das ist kein sicheres Wissen, also sind keine Fakten, ich muss insofern vorsichtig sein, aber die ich mir zusammenreime aus einigen Telefonaten, die man ja doch hier und da mal führt und aus der Mannschaft was hört und aus dem Umfeld und so weiter. Der mit Abstand beste Spieler der gesamten Vorbereitung, das haben Spieler aus der Mannschaft bestätigt, war Reus. Marco Reus war der mit Abstand beste Spieler. Und die ganze Mannschaft oder wesentliche Teile der Mannschaft war verunsichert, dass er den Reus nicht gebracht hat, gleich am Anfang. Ja, mit der Begründung, dass er noch ein bisschen warten will und wieder sich reinfuchst und dass er den dann Achtelfinale, Viertelfinale sozusagen nochmal als. Das hat die Mannschaft auf eine Art und Weise verunsichert. Das ist eine, ich sag mal, These, die ich aufstelle. Und die zweite, die mehr das Umfeld betrifft, als die Causa Özil hochpoppte
und wirklich ein Thema wurde, haben ja Sponsoren, das wissen wir, Sponsoren reagiert und haben Kampagnen verändert. Also zum Beispiel dieser große Automobilhersteller, der da mit dem Deutschen Fußballbund zusammenarbeitet, die hatten den Özil ganz vorne in dieser Fünfer, auf dem Fünferbild, ganz vorne in der Mitte und haben richtig Geld in die Hand genommen, um ihn sozusagen an die Seite zu platzieren und haben dann natürlich mal gefragt, wen sollen wir denn nach vorne stellen? Also irgendeiner muss da ja vorne in der Mitte stehen. Und dann haben sie die Information bekommen, dass sie Sané nach vorne stellen sollen. Das war 2 Tage vor Bekanntgabe des Kaders. Also daraus schließe ich, da redet nicht jeder mit jedem, in aller Klarheit ja. Und aller Offenheit. Also irgendwo stimmt's da nicht. Ja? Weil der war dann ja zufällig nicht dabei. Und das war ja keine Entscheidung wegen Verletzung oder weil der vorübergehend einen eingerissenen Fingernagel hatte, sondern weil der Trainer sich aktiv gegen Leroy Sané entschieden hat. Und das sind für mich so 2 Punkte, wo ich einfach nur aus der Distanz denke, da stimmt's nicht. Ja, und da weiß ich nicht, warum soll es da morgen schon wieder stimmen? Aber das sieht man, wenn die auf dem Platz laufen. Wenn so die kleinen Südamerikaner und solche Leute kommen, die freuen sich. Die kommen glücklich rein, singen wie die Wilden und machen schon Stimmung, bevor das Spiel losgeht. Und freuen sich. Und unsere laufen rum mit hängenden Schultern. Das ist so, wie wenn ich nachts da um 11 oder 10 meine Mitarbeiter vom Strand her Sachen zurücktragen sehe. Die hängen genauso die Schultern, wie die auflaufen. Haben aber 12 Stunden Arbeit hinter sich. Ja. Oder 10. Und haben nicht ganz so viel verdient. Nein, aber darum geht es gar nicht. Ich glaube nicht, dass es nur um Geld geht. Es geht auch um die Freude an der Sache. Und die Körpersprache ist ja auch extrem wichtig. Doch extrem. Und wenn ich da Leute sehe, wo dauernd immer die Hände runterhängen und da rumstehen und nur den Kopf schütteln. Also das haben uns die anderen Mannschaften gezeigt, wie man voller Freude immer wieder loslegt. Gehört eurer Meinung nach, das ist ja ein sehr sensibles Thema. Selbst in unserer Redaktionskonferenz diskutieren wir da, sehr unterschiedlich drüber. Muss ein Nationalspieler, oder sage ich, sollte ein Nationalspieler die Hymne singen? Ich finde, das sollte man nicht vorgeben, das empfindet auch jeder anders. Ne? Ich finde nicht, dass man, das ist manchmal auch so gekünstelt bei den Südamerikanern, sieht man, da ist eine Leidenschaft dabei, das kommt von denen. Und ich finde immer so, ich habe noch ein paar Länderspiele gemacht, das ist irgendwie schon was Herausragendes, wenn man so die Hymne hört, da hat man irgendwie so einen Schauer davor, dann stimmt man sich ein, dann lässt es durch den Kopf gehen, dann bist du bereit dazu zu singen, manchmal ja, manchmal nein. Ich finde nicht, dass man es vorgeben soll, das wirkt immer so ein bisschen gekünstelt. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch, also jetzt mal als deutscher Staatsbürger, ein gutes Länderspiel machen kann, indem man hat die Hymne gehört vorher und man hat diese Empfindung, aber man hat sie nicht aktiv mitgesungen. Ja. Ich wäre so aufgeregt, mir wird der Text gar nicht einfallen. Ja, trotz allem kann man, was Herbert ja auch angesprochen hat, du kannst dich dadurch natürlich auch so ein bisschen pushen. Ja, und diese Arme und auch diese Körpersprache. Das ist ja auch Teil der Körpersprache. Ja, ja, ja. Nicht? Also, aber da ist ja jeder Spiel auch anders. Also, ja. Aber es muss dann auch authentisch sein. Es muss auch wirklich gewollt sein. Ja. Wenn man zu aufoktroyiert ist, schwierig. Wenn man die Hymne zu singen, ich bin jetzt nicht so nationalistisch so veranlagt, aber muss und dort ist. Nein, aber der Spaß bei den anderen kam rüber. Also ich habe jetzt relativ viel geguckt, da war hier nicht so viel los, die Zeit habe ich mir genommen. Wenn du diese jungen Mannschaften gesehen hast, mit welcher Euphorie und Freude, auch wenn sie nachher vielleicht verloren haben, aber das war einfach schön zu sehen. Eigentlich war es eine schöne WM für mich. Daher ja. Ja. Dann nochmal, weil wir über die Vorzeit oder kurz bevor die WM begonnen hat, ich persönlich war sehr überrascht und habe da mit sehr vielen auch Experten darüber diskutiert, den Vertrag mit dem Bundestrainer vor einem großen Turnier zu verlängern. Ich vergleiche das damit, ein Unternehmen verlängert den Vertrag mit seinem Geschäftsführer, bevor die Bilanz vorgelegt wird. Und das hat mich sehr überrascht und ich halte das auch nicht für notwendig, sehe ich das richtig. Wenn er das Halbfinale erreicht. Ich mag den Herrn Löw sehr gerne. Ist er mal hier gewesen nach der WM? Der ist hier, ja, und ein sehr feiner Mensch. Deswegen, das sagt ihr mal was dazu, damit ich nichts. Das ist ja wichtig, dass man das sagt. Also hier mal ganz klar, das ist ein angenehmer Zeitgang. Das ist überhaupt kein Vertun. Ja. Ein richtig angenehmer Zeit. Im Übrigen ist er, glaube ich, 2014 Weltmeister geworden. Und da hat man auch so ein bisschen Kredit. Und wenn der das Halbfinale erreicht hätte, dann hätte man den Grindel abgefeiert und hätte gesagt, alles richtig gemacht, vorher schon Sack zu und so weiter. Das war ja irgendwie auch die gefühlte Erwartungshaltung. Deutschland kommt immer irgendwie ins Halbfinale. Ja, also das jetzt sozusagen an dieser Vertragsgeschichte allein aufzuhängen, ich hätte mich, oder sagen wir mal, mich hat überrascht, dass er nach so relativ kurzem Nachdenken dann gesagt hat, er macht weiter, weil das muss für ihn ja heißen, dass er die Idee hat,
wie er es macht, dass er die Spieler kennt. Der kennt doch unsere U21, unsere U20. Der weiß doch, ob wir aus den Jahrgängen 2000 fortfolgende, ob wir gute Innenverteidiger kriegen. So, die sind doch alle schon bekannt, die sind doch alle im Sichtungssystem. Da passieren ja keine großen Überraschungen mehr. Und dass er dann gesagt hat, ich mache das so weiter, da habe ich mich gewundert. Weil sonst höre ich immer, dass wir im Nachwuchsbereich auf bestimmten Positionen eher schwachbrüstig sind. Ja, aber er ist ja auch davon ausgegangen, dass es eine gute WM wäre. Sonst würde er nicht verlängern. Aber dass er danach so schnell sagt, ich mache weiter. Ja, ja. Wobei ich denke mal, das hat mich auch überrascht. Zum einen weiß er ja um die Spieler, auch gerade um die jungen Spieler. Und da sind ja schon gute und große Talente dabei. Und zum anderen glaube ich aber, dass er auch einfach mit so einem negativen Erlebnis auch nicht abtreten wollte. Und das kann ich auch so durchaus nachvollziehen. Hat, sind Süle und Rüdiger oder so, ist das unsere Innenverteidigung für die nächsten 8 Jahre? Also ich glaube, dass ein Süle schon sehr, sehr stark ist. Wir müssen hoffen, dass Hummels noch lange spielt. Da werden auch im Nachwuchsbereich noch der ein oder andere kommen. Also ich glaube, das wird meines Erachtens im Moment etwas zu schlecht geredet, der komplette Nachwuchs. Und klar waren die Ergebnisse auch nicht gut bei den Europa- oder Weltmeisterschaften, aber dass generell jetzt der Nachwuchs in der Form nicht mehr da ist, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Und ich sehe ja auch, welche Arbeit in den Vereinen geleistet wird und muss sagen, da gibt es eine Vielzahl von Talenten. Fiete an die Front. Jetzt kommen wir zur Bundesliga zurück, bevor wir zu diesen beiden Herren kommen, zur richtigen Bundesliga, nämlich zur ersten. Jetzt wird's schwer. Welche Auswirkungen wird die verpatzte WM auf die Bundesliga haben? Gar keine. Glaub ich auch eher. Überhaupt keine, aus meiner Sicht. Ja. Wir freuen uns umso mehr, dass wir wieder Fußball sehen. Ja, was ja auch, nachmittags um 1 sieht man schon den HSV oder Holstein und dann kommt die Bundesliga. Der Sonnabend ist da. Also Herr Buhl kann sich die Spitzen nicht verkaufen. Ja, ist auch okay, damit muss man leben. Ja, aber ich will eins dazu sagen, ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche negativen Folgen jetzt für die Bundesliga hat. Bei der HSV, glaube ich, ist das beste Beispiel, oder auch der erste FC Köln, also zwei Traditionsvereine, die jetzt abgestiegen sind, die Runde. Und wenn du die Euphorie im Umfeld siehst und der Andrang auch auf die Karten, auf die Dauerkarten. Das hat ja auch nichts mit der letzten Saison zu tun. Nein, also da sieht man einfach, dass der Fußball lebt In der dritten Liga spielt Kaiserslautern gegen 1860 vor 42. Aber eins ist klar, ich glaube, die Fußballnationalmannschaft muss natürlich auch kurzfristig wieder erfolgreich sein, weil das ist immer das Aushängeschild einer Sportart. Und wenn die nicht international erfolgreich wird, dann hat es auch mittelfristig Auswirkungen auf die Vermarktung, was Bundesliga. Und nicht nur die Nationalmannschaft, auch die Vereine, die international spielen. Da müssen wir auch wieder dahin kommen, dass nicht nur die Bayern. Das war ja nicht so doll in den letzten Jahren. Bis mindestens ins Halbfinale kommen. Also da muss sicherlich auch ein Umdenken stattfinden und da. Muss also auch der entsprechende Erfolg da sein. Aber da sehe ich schwarz, weil. Ich habe in letzter Zeit viel verfolgt mit der Finanzierung und mit dem allem. Dass die tun, wenn so viel Geld da wäre, wie in England, wie in Spanien oder so. Und das ist in Deutschland nicht. Vor allen Dingen, was auch vielleicht sehr lobenswert ist, diese 50-1-Regel. Aber ich glaube nicht, dass große Sponsoren da mitspielen. Auf lange Sicht. Ist halt meine. Also wir sind nicht mehr finanzierbar. Also die Bundesliga ist nicht Top 3 in Europa. Es gibt andere Ligen, die finanzkräftiger und möglicherweise dann in der Folge auch besser sind. Das war ja mal anders. Also ich sag mal England vorne weg und dann können wir Italien, Frankreich können wir schon gucken, Spanien sowieso und wo wir da eine Rolle spielen. Ich meine jetzt nur von der Finanzkraft. Das ist in Frankreich, England, bei der 20er-Liga auch 10 Vereine gibt, wo du sagst, das ist eher Richtung Fallobst. In England würde ich sagen, außen vor, die sind natürlich durch die TV-Verträge weit voraus, dann wird man auch durch Eigentümerstrukturen. Aber die anderen Ligen, wenn ich die spanische Liga, die haben natürlich 3-4 Top-Vereine. Ja. Aber die bestimmen Frankreich ist es ähnlich, die sind natürlich finanzkräftiger, aber haben insgesamt 3-4 Top-Vereine. Ja. Wir haben auch Top-Vereine. Aber international leider nicht. Und das habe ich ja gerade gesagt. Und das kann ja, und das, ich bilde mir ein, dass das, solange dieses 50-1 nicht passiert, ich glaube nicht, dass wir da finanzkräftige Investoren bekommen, wo das ändern. Ob man das will, ist die zweite Frage. Aber das schon auch ein bisschen.
ein bisschen Kapital ist das schon. Eine der Fragen, die man gerne stellt und wofür sich die Fußballfans ja auch interessieren, bekommen wir es denn mit einer spannenden nächsten Bundesliga-Saison zu tun? Oder bleibt es so? Marschiert was, Bayern was wieder den, was durch? Was den Titelkampf betrifft, glaube ich nicht. Ja. Ja, aber im Handball hat es gegeben, der THW ist abgesagt. Im Handball hat es gegeben, der THW marschierte. Oder sagen wir mal auch, vielleicht ein bisschen sind die anderen auch besser geworden. Ja gut, das mag ja im Fußball also die auch so kommen. Die Breite ist ja da. Ja, aber jetzt dass man darauf spekuliert, dass Bayern versagt, das ist sehr vage. Also, die machen eine super Politik, das ist ein ganz tolles Wirtschaftsunternehmen, ja, so ist wo es funktioniert, wo dass ihre wirtschaftliche Kapazität ist einfach weltklasse. Es ist zu hoffen. Einfach weit, weit voraus allen anderen Vereinen gegenüber. Das funktioniert in Vereinsebene. Es ist zu hoffen, dass vielleicht die Spanne etwas mehr zusammenrückt oder dass es nicht so früh entschieden ist, dass der Abstand nicht so groß ist. Ich meine, die Dortmunder und auch die Schalker, und es sind schon einige Vereine, die versuchen werden, dichter wieder ranzukommen. Und das, denke ich, können wir vielleicht hoffen. Am Ende wird es natürlich ganz, ganz schwer, die Bayern von ganz oben zu verdrängen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Das wird lange dauern. So wie es in der jetzigen Konstellation wird es lange dauern. Ja. Höchstens natürlich Holstein Kiel steigt auf und wird deutscher Meister. Die Möglichkeit besteht. Das ist also theoretisch. Aber wir waren schon mal deutscher, da waren auch Schwarz-Weiß-Bilder. Allein, aber es ist. Wenn es überhaupt schon gab. Ja. Kurzer Schwenk zum Handball. Im kommenden Jahr ist im kommenden Jahr. Im Januar. Haben wir die Weltmeisterschaft. Ist das ähnlich wie im Fußball, dass im Handball eine Weltmeisterschaft besondere Impulse der Bundesliga gibt? Ich glaube, noch deutlicher. Also zumindest mal, was der deutsche Markt ist im Handball ja der wichtigste. Das ist jetzt im Fußball wahrscheinlich im Moment nicht so, aber im Handball ist das einfach so. Das ist da ist die Sportart am präsentesten und die Bundesliga wahrscheinlich auch am stärksten. Zumindest mal, was die Ausgeglichenheit betrifft. Da können 4-5 Mannschaften deutscher Meister werden. Schon recht spannend oben. Und das Spiel gegen den Tabellen 15. ist auch sehr, sehr schwierig auswärts. Das kostet auch Kraft. Deswegen ist man auch da europäisch geschwächt, wenn man, was weiß ich, im Vorbeigehen am Donnerstag noch in Göppingen spielt und dann am Samstag ein Viertelfinale in der Champions League in Barcelona. Ist schwieriger für den deutschen Vertreter als für Barcelona, logischerweise. Aber die Liga würde von einer, oder der Handball insgesamt würde von einer starken WM in Deutschland mit einer starken Nationalmannschaft sehr profitieren. Ich würde sogar sagen, wir sind ein Stück weit von der Entwicklung davon im Moment abhängig, dass die deutsche Nationalmannschaft funktioniert. Wenn ich jetzt, wann dann? Also so hieß es beim letzten Mal und das war überragend. Also es war und ja ein schwarz-rot-goldenes Feuerwerk. Ich weiß selbst noch, wie wir mit der Familie da nach Köln gefahren sind. Und, Hammer. Aber das war ja aus sich heraus, hat ja keiner erwartet. Das hat ja damals keiner erwartet und die Nationalmannschaft hat für sich selbst Werbung gemacht. War das Frankreich-Halbfinale, Polen-Endspiel? Also ja, überragend. Und das war wirklich toll, was da für eine Euphorie entfacht worden ist. Und hast du auf einmal 10 Millionen deutsche Sportfans vor den Fernsehern. Handballfans. Ja, also die sich für Handball dann auf einmal begeistern können und das haben wir ja sonst nicht. Wir haben die Tage noch, da ging um ein anderes Thema, um diese Höhner-Lieder und da kam dieses Wenn ich jetzt, wann dann? Das war ja das Handball-WM-Lied, oder? Ja. Ich meine, und das war eine großartige Atmosphäre da in der Kölner Arena. Ja. Und der Handball ist inzwischen so weit, zum Leidwesen des THW, dass einige Mannschaften reelle Chancen haben, Meister zu werden. Wir haben es in der letzten Saison, mit der SG hat keiner gerechnet. Na, die SG hat eigentlich in den letzten 2 Jahren, ich bin ja damals von den Rhein-Neckar-Löwen wieder nach Kiel gegangen und die Rhein-Neckar-Löwen, das konnte ich ja nun selber miterleben, die haben sich über 7 Jahre auch, du hast ja auch noch mal kurzzeitig als Trainer da geholfen und wir haben uns ja toll entwickelt dort damals so und das war schon alles sehr, sehr knapp und die SG hat eigentlich immer genauso gut gespielt wie die Rhein-Neckar-Löwen, insofern war es jetzt auch mal verdient, dass das mal so lief. Also die haben schon einen tollen Job gemacht die letzten Jahre und wenn du dann Zweiter wirst, hast du ja nicht so eine wesentlich schlechtere Saison gespielt als der Erste, das ist eben einfach in dieser Liga nicht der Fall. Aber ich denke, das ist doch eigentlich auch ein positives Zeichen für den Handball generell, dass es ausgeglichener geworden ist, dass nicht immer THW Kiel... Deswegen wollen wir ja auch nächstes Jahr wieder Deutscher Meister werden. Verstehe ich auch, aber für den Handball ist ja gut. Im Fußball hoffen wir ja auf eine ähnliche Konstellation. Ja, ja. So, und jetzt haben wir am Freitag zu Beginn, das dritte Liga hat ja schon begonnen, aber sagen wir mal, des so richtigen Fußballs, das hat die DFL natürlich
nicht ohne Grund gemacht, dieses Auftaktspiel zwischen dem HSV und Holstein an den Saisonanfang zu legen. Also das war... Also ich dachte, die Kugel wäre so gezogen worden. Also ja, eine warme Kugel. Ja, beide Mannschaften stehen vor riesigen Herausforderungen. Ich sage es einfach mal so, der HSV muss wieder aufsteigen, hat auch seine Mannschaft in großen Teilen verändert. Holstein musste leider komplett fast verändern. Ich fange jetzt, Wolfgang, bei Ihnen mal an. Das ist ja wirklich ein schwieriges Unterfangen. Es ist ja auch nicht eure Schuld. Der Aufstieg, wo ja viele gesagt haben, Mensch, viel zu früh und das geht überhaupt nicht. Wenn man jetzt mal richtig drüber nachdenkt, Holstein wäre aufgestiegen, dann wären höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt, auch diese Spieler wie Drexler und Zichos, Duxch. Duxch geblieben. Und ja, man hätte schon aufgrund des Fernsehgeldes eine wirtschaftlich gute Saison machen können. Sehe ich das richtig? Ja, wir haben, ich glaube, man muss mal früher anfangen. Wir haben mal 36 Jahre eigentlich gar keinen Bundesliga-Fußball gehabt in Kiel. Und da sind wir natürlich hier und da in der Struktur, Stadion und so, sind wir ein bisschen hinterher. Wir haben ein tolles Nachwuchsleistungszentrum. Da haben wir sehr viel in den letzten Jahren aufgebaut. Das hätte uns einfach schneller geholfen, eine noch professionellere Struktur zu haben, wenn du aufgestiegen wärst. Einfach durch die Fernsehmillionen dann auch, wenn man da vernünftig mit umgeht und nicht mit den Großen mitbietet. Dann glaube ich, kannst du es viel, viel schneller aufbauen und dann hätte man von diesen 36 Jahren ein paar Jahre aufholen können. Und zu früh oder nicht, und ich fand es ja toll, wie auch alle Fußballvereine solidarisch waren mit Holstein Kiel. Können wir jetzt spielen in Kiel oder nicht? Ja. Und dann zum Schluss haben wir eine Lösung gefunden mit der DFL zusammen, wie es dann hätte möglich sein können. Und das hätte ich natürlich gerne erlebt, in Kiel Bundesliga zu spielen, in unserem kleinen, schnuckeligen Stadion. Das hat ja Schnuckelig ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ja, aber ich finde, das hat ja einen Kultcharakter. Das findet man ja heute nicht mehr so. Heute hat man tolle Arenen und sowas. Auch da wollen wir natürlich nachbessern. Wir sind ja jetzt auch angefangen. Aber das hätte ich gerne gesehen. Und das, glaube ich, wäre für jeden Schleswig-Holsteiner oder für jeden Kieler auch toll gewesen. Nun ist es nicht so. Jetzt haben wir die andere Herausforderung, dass wir doch ein bisschen zerpflückt worden sind im Kader. Trainerwechsel, sportlicher Leiterwechsel, der jetzt beim HSV ist. Und wir tun gut dran, genauso akribisch daran zu gehen wie auch in der letzten Saison. Das ist kein Selbstgänger. Für uns wird es auch ein schwieriges Jahr, glaube ich. Wir müssen einfach sehen, dass wir uns da finden als Mannschaft wieder, was uns stark gemacht hat im letzten Jahr, als homogenes Team dann auch dementsprechend aufzutreten. Und ich freue mich natürlich aufs Spiel. Wenn mir einer vor 3 Jahren gesagt hat, du spielst am Freitag Eröffnungsspiel gegen den HSV, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Jetzt ist es soweit und ein volles Haus. Ich glaube, da können wir uns auf ein tolles Event freuen und da bin ich ganz gespannt. Deutscher Meister geworden, Europapokalsieger mit dem HSV geworden und irgendwann dann abgestiegen. Tut das heute noch weh? Ja, natürlich tut das noch weh, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite musst du natürlich irgendwann das auch mal abhaken und eine gewisse Aufbruchsstimmung ist ja jetzt auch vorhanden. Die Euphorie im Umfeld ist riesig, ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Wir haben genauso viel Dauerkarten verkauft. Das Spiel ist restlos ausverkauft. Ich glaube, wir hätten 100.000 Karten für das Spiel gegen Holstein jetzt am Freitag verkaufen können. Also die Erwartungshaltung ist riesig. Und ja, jetzt sind wir natürlich gefordert. Und klar ist das Ziel ist natürlich der sofortige Wiederaufstieg. Ich denke, alles andere kann man schlecht vermitteln. Aber wir wissen natürlich genauso gut, dass es eine ganz, ganz schwierige Saison wird und dass es ein unglaublich harter Kampf werden wird. Und diesen Kampf, den müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes annehmen, denn wir werden das nicht nur mit spielerischen Mitteln lösen können, sondern wir müssen, ja, es ist ein bisschen abgedroschen, aber es ist in der Tat, glaube ich, so gerade dann in der zweiten Liga, wo der Fußball dann vielleicht doch etwas anders ist, da musst du erstmal den Kampf annehmen, um dann vielleicht dein eigenes Spiel durchzubringen. Ja, im Winter bei minus 10 Grad in Aue ist etwas anderes als in Leverkusen. Es wird matschig. Ja. Aber das haben sich die Spieler, nicht alle, aber Großteil ja selbst zuzuschreiben. Und ich bin aber wirklich da. Deshalb wäre ein Training auf einem nicht so guten Platz vielleicht ganz gut gewesen. Das war ja weit gedacht. Okay, das kann man immer von zwei Seiten betrachten. Da gebe ich Ihnen recht und weiß auch, dass das ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Jung, ne? Und
Ich hoffe, dass wir das mit einer guten Saison wieder ausbügeln kommen und dann kommen wir nächstes Jahr wieder nach Schleswig-Holstein. Und dann das halten wir heute Abend fest. Und dann wird alles tipptopp sein und keiner wird was zu meckern haben. Also mir gefällt das sehr gut, was Fummel sagt, weil das entscheidend ist, dass du nicht denkst, dass du da mit spielerischen Mitteln, weil im Spätherbst, wenn es anfängt zu regnen und dann spielst du da Freitagabend oder Samstagmittag, wo andere Leute noch gerade wach werden, musst du da Höchstleistungen, also ja, deine Höchstleistung abrufen und es wird schlammig, es wird kalt und es wird schmutzig und also es wird unersicher und alle wollen gegen dich gewinnen, du bist der Gejagte, das wird, also das freut mich wirklich sehr, dass ihr das so sagt, du musst den Kampf, du musst es wollen, wenn der HSV den Fehler begeht, dass sie mit dem Messer zur Schießerei gehen, haben sie keine Chance. Ja. Sie müssen das so annehmen, wie es ist. Und es wird für euch, man kann das so sagen, eine schwere Saison. Absolut. Letztes Jahr, was wir da erleben durften, ne, als Aufsteiger so oben da mitzuspielen, aber man hat ja auch im letzten Jahr gesehen, wir waren jetzt keine Überfliegermannschaften, so wie das Jahr davor mit Hannover und Stuttgart. Jetzt dieses Jahr würde ich sagen HSV und Köln, die einfach ein anderes Schwergewicht haben vom Etat her, weil es so ausgeglichen werden. Ja, glaube ich, letztes Jahr 11 Spiele nicht gewonnen, unentschieden und keiner ist an uns vorbeigegangen. Also keiner wollte irgendwie aufsteigen, so hatte man das Gefühl. Und das war sehr, sehr ausgeglichen. Und sind ja Mannschaften auch reingerutscht nachher unten und abgestiegen, wo ich vor der Saison gesagt habe, die haben damit nichts zu tun. Also ich glaube, wenn wir genauso akribisch rangehen, auch mit dem Spaß an dieser Liga, für uns ist es ja immer noch Neuland, das ist das zweite Jahr, zweite Bundesliga, mit diesem Spaß und mit dieser Freude rangehen, mit diesem Engagement, dann hoffe ich und wünsche mir einfach, dass wir nichts damit zu tun haben werden mit dem Abstieg. Und ich freue mich wieder auf eine Saison, weil wir wieder eine neue Konstellation der Mannschaft haben. Es ist also nicht die alles Enttäuschten, die jetzt es nicht in der Relegation nicht geschafft haben, sondern viel neues Blut, die damit gar nicht konfrontiert sind. Braunschweig hatte ja eine andere Situation, waren in der Relegation gescheitert, haben mit der gleichen Mannschaft fast in die Saison gegangen und dann hängt das so ein bisschen in den Kleidern. Aber ich glaube, die Situation haben wir nicht. Wir haben viel frische Gedanken, neues Blut da drin und ich freue mich auf die Saison. Ja, wir gehen jetzt in die Schlussrunde. Wir stehen vor einem wirklich interessanten Sportjahr. Wir hatten eben schon Bundesliga, eigentlich die Tendenz, dass an Bayern nicht zu kratzen ist. Ist es wirklich so, Johannes? Ja, also alles andere wäre eine sehr mutige These und sehr steile Versuchsanordnung, wenn wir jetzt hier sagen würden, Schalke wird Meister. Das, also, auf jeden Fall eine gute Quote. Aber ich freue mich, wenn es nicht so früh entschieden ist. Ich freue mich, wenn auch, wenn, ach, ich will nicht sagen, ich freue mich, wenn Bayern verliert, aber ich freue mich, wenn einer Mannschaft mal einen Auswärtssieg in München gelingt, dass du einfach siehst, das ist möglich. Andererseits, ich habe auch nichts gegen die Bayern und lass den Kovac doch da gute Arbeit machen. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung und das ist wirklich in hohem Maße zu respektieren. Aber wenn es ein bisschen mehr zusammen wäre, wenn Dortmund, Schalke, was weiß ich, Leipzig zufällig nochmal oder Hoffenheim mit ein bisschen längerer Luft dann über eine ganze Saison da mitspielen, junge Trainer, interessante neue Spielertypen sich finden. Ja, irgendwann werden die Bayern nicht mehr Meister sein. Ob das nächstes Jahr schon so ist, da bin ich nicht ganz sicher. Ja, Aufstieg, das klare Ziel. Ja, es muss das Ziel sein und Wolfgang hat es ja auch gesagt, bei dem Etat, den ein 1. FC Köln hat oder auch den der HSV hat gegenüber der Konkurrenz. 35 Millionen zu 10 Millionen, nur mal als Beispiel. Ja, es sind unter 30 Millionen, es sind keine 35 Millionen. Das ist dann eine Neuigkeit, die wir heute hier hören. Können Sie gern vermelden. Also es soll oder unter 30 sein. Und, aber trotzdem ist das immer noch ein Etat, mit dem man ja, quasi den Aufstieg natürlich anpeilen muss, wogleich wir natürlich wissen, dass es nicht so einfach werden wird. Und nur alles andere, glaube ich, zu erklären, jetzt zu sagen, ja, wir wollen im oberen Drittel spielen, ich glaube, das kann man nicht verkaufen. Das macht keinen Sinn. Also natürlich wird das erklärte Ziel sein, wieder aufzusteigen. Aber dafür musst du halt wirklich von der ersten Sekunde an den Kampf annehmen. Das wird das Entscheidende sein, was eben bei der Nationalmannschaft, bei der WM nicht der Fall war. Wir hatten es ja ganz am Anfang. Da hat man gedacht, naja, wir kriegen das schon hin, weil es hat ja immer funktioniert. Ne? Wolfgang, Sie müssen das Geld bei Holstein besorgen. 10 Millionen ist für euch, ja, das ist ein Riesending, oder? Absolut, weil wir haben ja auch unser kleines Stadion, schnuggeliges, das hat ja noch auch nicht so viele Zuschauer. Wir haben 10.400, wir bauen gerade, kommen dann irgendwann auf 15.000. Das ist für uns natürlich eine Riesenherausforderung. Klar haben wir auch ein paar Transfererlöse erzielt, die sicherlich auch mit dem Etat gesteckt werden, aber wir müssen halt sehen, dass wir auch unsere Einnahmenseite natürlich auch verbessern, um konkurrenzfähig zu sein in der zweiten Bundesliga. Letztes Jahr hatten wir ein Etat
6,5 Millionen sind wir reingegangen, haben ja auch am wenigsten Fernsehgeld bekommen. Da hast du halt Unterschiede von 6 Millionen und einige haben 16 Millionen bekommen. Also das sind ja schon Kräfteunterschiede, auch in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, was ihr jetzt an Fernsehgeld bekommt, aber deutlich mehr als wir. Und aber wenn du dann so mit den in der gleichen Klasse kämpfst und dann als Aufsteiger, wo du sowieso schwieriger hast und kriegst am wenigsten Geld, dann ist es schwierig. Aber die Herausforderung nehmen wir gerne an. Jetzt könnte man immer jaulen und sagen, das ist nicht gut und jenes ist nicht gut. Ich finde einfach, man muss die Dinge so nehmen, annehmen und das Beste daraus machen. Und das haben wir in den letzten Jahren so gemacht. Das werden wir auch in Zukunft so tun. Und wir lieben ja auch immer die Herausforderung und der stellen wir uns auch gerne. Herr Van Seckler, wir haben ja doch einiges Neues erfahren. Hat der Bundestrainer denn gar nichts gesagt, als er hier zu Gast war? Nein, Moment, stopp, der war nach der WM nicht da. Ach, war nach der WM nicht da? Nein, der war davor im Vorfeld. Keiner aus der Nationalelf oder nein, aus dem Umfeld? Nein. Ja, Umfeld schon, aber es ist ein betretendes Schweigen, das ist Betroffenheit. Da weiß ja keiner was. Was willst du dazu sagen? Ich möchte auch nicht, wenn jetzt jemand kommt und hier Urlaub macht, würde ich auch nicht meinen Finger in die Wunde legen. Die haben ja auch das Recht, ein bisschen zu entspannen. Aber das ist reine Betroffenheit, auch für die Zuschauer, für alle. Das ist so unbegreiflich irgendwo, was da passiert ist. Das kann man ja selber schwer verarbeiten. Johannes, was gibt's da Neues von Jürgen Klopp? Der hat leider das Champions League-Finale verloren mit dem FC Liverpool. Hätte ich lieber andersrum gehabt. Aber ihr habt gut gesungen. Danke. Den Sport habe ich gesehen. Ist das ein Mann, der vielleicht auf Löw mal folgen könnte? Das sollten wir sinnvollerweise ihn selbst fragen. Ich glaube, dass der die Geschichte in Liverpool noch nicht zu Ende erzählt hat, dass da noch was möglich ist. Und nach all dem, was ich höre, freut er sich über die Neuzugänge, hat Spaß am Cater, freut sich wie ein kleines Kind über das Shaqiri-Tor und nicht nur über das Tor und so weiter. Hat wirklich ein paar Gute am Start und ja, mit den Finals hat es nicht so gut geklappt, zuletzt bei Jürgen Klopp und deshalb sagen wir Liverpool-Fans sagen jetzt über die Premier League in it to win it, dann müssen wir halt mal einen Titel holen, wo man kein Finale spielen muss. Dann muss halt mal die Premier League gewonnen werden. Nein, aber ich bin da wirklich zu weit weg, um jetzt einschätzen zu können, was Jürgen will. Ich sag mal, bevor er Bundestrainer ist, ist er noch sehr oft in der Sansibar und dann soll Herbert das mit ihm klären. Sollten wir dann auch nutzen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie auf saz.de eingeschaltet haben. Das war das dritte Sylter Strandgespräch. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden über diese Sachen nichts zu essen sprechen, da, tun wir vielleicht auch gleich noch ohne Kameras weiter. Vielen Dank in diese Runde, vielen Dank und kaufen Sie auch mal wieder eine Zeitung. Print lesen ist etwas ganz Besonderes. Tschüss.